erster Zufluchtsort für Bootsflüchtlinge im Mittelmeer. Nun, viele von uns sind schon Bötchen gefahren, auf einem See oder Fluss herumgeschippert, im Schlauchboot oder einem Kahn oder schon anspruchsvoller im Kajak oder Kanadier. Und wie wir es im Rahmen unserer Meditationswanderung, vornehmlich in Mecklenburg, jedes Jahr eine Woche lang tun. Feldberger Seenlandschaft lautet der interessante Name des Städtchens, um das herum wir uns betend, singend und miteinander im Gespräch bewegen. Lampedusa bedeutet Zufluchtsort, Strand der Hoffnung und Sehnsucht, Traum vom Ankommen und gerettet sein nach einer dramatischen Überfahrt, die sich oft zu einer Tragödie ausweitet, mit Ertrunkenen und total Erschöpften. Wenn Papst Franziskus seine erste Pastoralreise nach Lampedusa unternimmt, um bei den Ärmsten der Armen zu sein, ist das nachdenkenswert und beunruhigend. Wohin finden meine Reisen statt? Wen brauche ich? Genügt mir für den Aufenthalt ein Brötchen am Mittag oder ein einfacher Geländewagen wie Papst Franziskus? Steht da in meinen Gedanken und Überlegungen die Frage, wer ist mein Nächster? Oben an? Ist es nur eine akademische Frage, ähnlich wie vielleicht Kirche der Armen? Lampedusa im Mittelmeer, Jida im Südsudan, UN-Zeltstadt für 70.000 und mehr Flüchtlinge aus den Nuba-Bergen und benachbarten Gebieten, Flucht von den Antonovs mit unmenschlichen, völkerrechtswidrigen Splitterbomben mit verheerenden Wirkungen. Gut, wenn ich jedes Jahr bei diesen Menschen sein und Spenden vermitteln darf und an ihnen hänge. Bin ich einen Moment rettend auf Strand und ein Zipfelchen Zuflucht oder läuft nur etwas ab, was sich wehtut? Ereignet sich das, was Papst Franziskus auf Lampedusa umschreibt? Weinst du, berührt dich das Wohl und Wehe der anderen? Kannst du noch mit anderen mitleiden? Inmitten von Wohlstand und Wellness, ständiger Sättigung und Unangefochtenheit braucht es ein Umdenken, ein Umgewöhnen, ein ganz anders werden, ein Zurücklassen von bisherigem, mindestens den Anfang eines solchen Prozesses, um fit zu werden für die Verantwortung gegenüber dem aktuellen Nächsten. Das Neue Testament erzählt vom Gehen des Petrus über das Wasser, Jesus entgegen, der ihn einlädt, zu ihm zu kommen. Und solange er auf Jesus schaut und nicht auf das Physikalische und überhaupt Unmögliche, auf das er sich da eingelassen hat, welcher Normalmensch geht trockenen Fußes übers Wasser, solange er also Jesus entgegengeht, gelingt alles. Aber als er von ihm wegschaut und plötzlich den unruhigen See sieht, fängt er an zu versinken, bis ihn Jesus wieder herauszieht. Die Szene hilft uns verstehen, dass wir den Menschen, den Flüchtlingen nach Lampedusa, die übers Wasser zu uns kommen wollen, entgegengehen und die Hände ausstrecken und unsere Hände ausstrecken verlängern, um diese Nächsten zu erreichen, dort und an anderen Krisenorten der Welt, wahrscheinlich schon um den nächsten Häuserblock herum oder noch näher in unseren Büros und Schulen und Pflegeheimen. Die vielen Worte und Erklärungen sparen wir uns vom heutigen Tag an. Wir lassen unsere Luxusfahrzeuge zurück und steigen ins Wasser. Sehr schön.